Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Europäische Gesundheitsbehörde sorgt sich wegen der neuen im südlichen Afrika nachgewiesenen Coronavirus-Variante Omikron. B.1.1.529 sei die am stärksten abweichende Mutante, die bislang während der Pandemie entdeckt worden sei, teilte die Behörde mit. Dies wecke ernsthafte Sorgen, dass sie die Wirksamkeit der Impfstoffe erheblich verringern und das Risiko von Infektionen erhöhen könnte. Möglicherweise ist die Variante bereits in Deutschland angekommen. Bei einem Reiserückkehrer aus Südafrika bestehe ein hochgradiger Verdacht, teilte Hessens Sozialminister Klose mit. Als Reaktion auf die neue Corona-Variante Omikron gelten in Deutschland von morgen an 8 afrikanische Staaten als Virusvariantengebiete. Dazu gehören nach Angaben des Robert-Koch-Instituts neben Südafrika unter anderem Namibia, Botswana und Mosambik. Von dort dürfen Fluggesellschaften nur noch deutsche Staatsbürger nach Deutschland bringen. Außerdem müssen alle Eingereisten für 14 Tage in Quarantäne. Mit Blick auf weiter steigende Corona-Zahlen in Deutschland mehren sich die Forderungen nach strikteren Regeln. Der Vorsitzende des Weltärztebundes Montgomery sprach sich in den Zeitungen der Funke Mediengruppe dafür aus, Kontakte weiter einzuschränken und Weihnachtsmärkte bundesweit zu schließen. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Landsberg sagte, volle Fußballstadien und Großveranstaltungen setzten ein vollkommen falsches Signal. In einigen besonders betroffenen Regionen werde es ohne einen Lockdown nicht gehen. Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter. Dem Robert-Koch-Institut wurden binnen eines Tages 67.125 neue Fälle gemeldet, 3.200 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz erreicht mit 444,3 einen weiteren Höchstwert. In ganz Baden-Württemberg findet heute ein zusätzlicher Corona-Impftag statt. Organisiert wird er von den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, die so die aktuelle Impfkampagne unterstützen wollen. Angeboten werden Erst- und Zweitimpfungen sowie Auffrischungen. Schlange stehen schon seit dem frühen Morgen. Und drinnen in der Halle geht es Schlag auf Schlag. 13 Arztpraxen impfen hier in Pforzheim gemeinsam. Die Termine waren innerhalb von 3 Stunden ausgebucht. Die Impfbereitschaft sei noch mal angestiegen, so die Pandemiebeauftragte der Stadt. Erfreulicherweise haben wir viele Erstimpfungen jetzt auch schon die ganze Woche über in der Praxis gehabt. Also nicht nur Boosterimpfungen, sondern auch viele, viele Erstimpfungen, gerade bei jüngeren Patientinnen und Patienten. Auch bei ihm ist es die Erstimpfung. Er habe dem Ganzen bisher noch nicht so vertraut. Ich war in Elternzeit zu Hause, also ich war nur daheim. Deswegen habe ich gedacht, ich warte noch ein bisschen. Vielleicht kommt ein Impfstoff raus, der ständig hält und nicht immer alle 6 Monate. Deswegen, aber ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass es das Richtige ist. Viele nutzen die Gelegenheit aber auch zur Boosterimpfung. Die Ärzte impfen im Moment alles, was erst ab 70 ist. Also so ist es bei uns im Moment. Und wir haben jetzt ganz kurzfristig den Termin gekriegt. Derzeit ist Pforzheim bei der Impfquote in Baden-Württemberg Schlusslicht. Daher sind sie hier über den Andrang froh. Auch ganz junge sind gekommen. Sehr aufregend erstmal, aber es war nur ein Pieks, mehr nicht. Die Ärzte hoffen eines, die Impfquote mit dem Aktionstag deutlich zu steigern. SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat am Mittag beim Juso-Bundeskongress in Frankfurt am Main für die geplante Ampelkoalition geworben. Bei seinem Auftritt stellte er sich den Fragen aus den Reihen der rund 300 Delegierten der Parteijugend. Nach den Worten von Scholz passt das Motto "Mehr Fortschritt wagen" zu allen 3 Ampelparteien. Zentraler Punkt für die Sozialdemokraten sei die geplante Mindestlohnerhöhung. 10 Millionen Menschen könnten nun mit einer Gehaltserhöhung rechnen. Am kommenden Wochenende entscheidet ein SPD-Parteitag über einen Eintritt in die geplante Regierung mit Grünen und FDP. Im Tarifstreit beim öffentlichen Dienst der Länder beginnt in rund 1,5 Stunden die 3. Verhandlungsrunde. Am Ende der 2-tägigen Gespräche in Potsdam könnte ein Tarifabschluss stehen. Bisher liegen die Positionen aber weit auseinander. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund DBB fordern 5% mehr Gehalt, mindestens aber ein Plus von 150 Euro pro Monat. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt.
Der Musical-Komponist Stephen Sondheim ist tot. Wie seine Agentur mitteilte, starb er gestern im Alter von 91 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Connecticut. Einen Welterfolg feierte Sondheim Ende der 50er Jahre mit seinen Texten zu West Side Story. 2015 verlieh ihm der damalige US-Präsident Obama die Freiheitsmedaille, die höchste zivile Auszeichnung des Landes. Obama sagte damals, Sondheim habe das amerikanische Musical neu erfunden. Und hier noch die Wetteraussichten. Heute nass kalt mit vielen Wolken und gebietsweise Schneefall im Bergland. Auflockerungen am ehesten vom Westen bis in die Mitte und ganz im Osten. Höchstwerte minus 1 bis plus 6 Grad. Die nächste Tagesschau sehen Sie um 17 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.